die Kriminalpolizei hält jetzt gerade da. Polizei. Los. Geht schon los. Jetzt haben sie den. Das ist genau der uns das Ding verkauft hat. Ja, das ist. Ah, guck mal. Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video entsteht jetzt gerade relativ spontan, weil ich habe mir hier was Schönes Neues gekauft. Eine Hilti TE4 mit Akku. Dieses tolle Teil hier habe ich zusammen gestern mit dem Daniel über eBay Kleinanzeigen gekauft für relativ wenig Geld und habe dann heute direkt die Seriennummer überprüfen lassen bei Hilti und da hat sich herausgestellt, das Teil ist einer Firma entwendet worden. Und jetzt, heute, gibt es einen kleinen Vlog darüber, wie wir quasi den eBay-Kleinanzeigenverkäufer ausfindig machen. Also der Markus ist heute mit dabei, der hat sich mit dem verabredet da vor Ort. Die Kripo wird vor Ort sein und ich werde die Maschine dann an die Kriminalpolizei übergeben und hoffe natürlich, dass ich mein Geld wiederbekomme, was ich dafür bezahlt habe. Ich bin gespannt, was das jetzt gibt und ich würde sagen, ein paar Autobilder und dann sind wir gleich da vor Ort. Ja. Ja gut, aber wenn die eh erst um 7 Uhr sich da verabredet haben, dann klappt das ja. Ich muss das, glaube ich, noch mal kurz erklären, wie das ist. Ne? Habt ihr das jetzt schon erklärt? Ich wollte diesen Verkäufer jetzt nicht über meinen Account anschreiben und sagen, hey, was hast du mir für einen Scheiß verkauft? Das ist ja vielleicht aufgefallen. Deswegen habe ich den Markus engagiert. Der ist jetzt da vor Ort und will ein anderes Teil abholen, weil dieser Verkäufer hat noch mehrere Sachen inseriert. Jetzt keine Hilti-Maschine, sondern einfach nur eine Abdeckung für irgendeinen Turan. Aber, ja, man möchte halt noch mal auf den Verkäufer zukommen. Weil wenn ich ihn jetzt sage, hör mal, die Maschine ist geklaut, ich würde gerne noch mal vorbeikommen, dann wird er sagen, ich lösche dich, blockiere dich und mein Account ist weg. Und so haben wir vielleicht noch mal die Möglichkeit, an den Herrn ranzukommen. Aber dass sie so reagieren bei einer geklauten Hilti, ist auch hart, ne? Ja. Vielleicht haben die noch ein bisschen mehr ermittelt gegen den Typ. Vielleicht ist schon was ermittelt worden. Vielleicht ist schon was ermittelt worden. Hinten an der Ampel, Daniel, ist das links auf der linken Seite. Also wir sind da, da vorne steht ein Zivilauto. So, Leute, das geht los, das Spiel. Ein schönes Teil, ne? Wir stehen jetzt hier am Auto. Genau hier habe ich die Maschine gestern Abend gekauft. Wie viel Uhr war das? 19 Uhr? Ich glaube nicht mehr. 19 Uhr. Weißt du schon, wo die Wege geklaut? Da ist, da ist ein Aufkleber drin von B&O. Das ist so ein Unternehmen. Das ist ein, ein Leasing von Hilti direkt. Ja. Da gehört Hilti die Maschine. Ach, auch dann noch. Ist auch kaum auffällig, ein knallgoldener Astra. Ja, mit langer Antenne. Da ist er. Alter, der ist da. Der läuft da hinten gerade. Ja, ja, das geht gut. Das geht gut. Ich kommentiere jetzt einfach mal. Da steht jetzt, die Kriminalpolizei hält jetzt gerade da. Da, Polizei. Polizei? Geht los. Es geht schon los. Jetzt haben sie den. Das ist genau der uns das Ding verkauft hat. Ja, das ist der. Komm, hol mal die Maschine. Komm, hol mal die Maschine und geh mal direkt dahin. So. Maschine da. Und festgenommen, der Herr. Jetzt können wir den nochmal identifizieren, weil wir den jetzt sehen. Ah, guck mal. Wir müssen jetzt zur Kripo, oder? Wir fahren jetzt zur Kripo mit dem Ding hier und filmen weiter da drin. Ich mach erstmal ein paar Bilder mit dir. Mit mir? Ja gut, dann machen wir noch ein paar Bilder. Genau das machen wir jetzt mal. Ja. Warte, ich guck mal, dass man eben das Hilti-Zeichen sieht. Geh nicht so weit nach rein. Ja. Jungs, alle Kameras jetzt aus. Ach, bist du Einsatzleiter hier oder was? Ja, bitte. Was ist mit dir los gemacht? Meine Freunde, ich habe jetzt einen kleinen Einlauf gekriegt von der Polizei, dass sie gesagt haben, so ja, sie haben sich jetzt ein bisschen gegen unsere Vorgaben gestellt. Wobei ich sage mal ganz ehrlich, Leute, das ist meine Maschine. Ich habe die Maschine gekauft und deswegen drehe ich auch das, was ich drehen möchte. Genau. So, ganz einfach Kiste. So. Da darf ich mir gleich was in der Wache anhören. Leute. Ja, pass mal auf. Dann sag mal liebe Grüße, was das für eine Nummer sein soll. So. Ich sitze jetzt gerade im Auto und fahren jetzt nochmal zur Wache, weil ich muss jetzt meine Aussage tätigen, wie das halt abgelaufen ist, diese ganzen Screenshots und so weiter. Da will ich natürlich die Kamera jetzt nicht mit reinnehmen, weil das ist halt alles vertraulich gesprochen und ja, das geht halt nicht. Ich möchte auch nicht so aufdringlich sein mit der Kamera, weil ihr habt ja jetzt zumindest gesehen, wie sowas ausgehen kann, wenn man so Sachen verkauft. Waren die mit 3 Streifenwagen da vor Ort? Mit 3 ET-Fahrzeugen. Wahnsinn, ey. Kaum auffällig, die lange Antenne. Die wirkt aber irgendwie noch länger als meine Antenne immer. Ja, komisch. Irgendwie ist das so, ja, ja. Maschinchen raus, ein letztes Mal. Darf ich dir mal kurz die Kamera geben? Okay, zu dem hier. Können wir das nochmal kurz erklären? Mit Staubabsaugung, aber leider nicht meine, die geht jetzt deswegen zurück. Aber, ja, da ist die Wache. Ich kann die Kamera leider nicht mehr reinnehmen. Ich will jetzt nicht so aufdringlich sein und das ist auch, wie gesagt, ein Verhör. Und
Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder rauskomme. Mein Gott, ist das kalt, Leute. Also, ich bin wieder back am Start mit einem Durchsuchungssicherstellungsprotokoll. Ich muss die Maschine leider da lassen. Und was soll ich euch sagen? Maschine ist weg. Das war's. Ob ich das Geld jemals wiedersehe, weiß man nicht. Aber ich kann euch sagen, fürs reine Gewissen habe ich die jetzt abgegeben. Jetzt werden einige drunter schreiben, warum hast du das gemacht? Hättest du sie einfach behalten. Aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust drauf. Irgendjemand vermisst die, irgendjemand möchte die wiederhaben und dann kaufe ich mir irgendwann mal eine legale Maschine. Ich muss wieder ein bisschen sparen, so in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal was Nettes in die Kommentare, ob ihr auch schon so eine Sache erlebt habt. Ich saß jetzt wirklich lange, ich saß jetzt bestimmt eine Stunde in diesem Verhör, musste da 100 Sachen beantworten. Aber ich sag mal, der Fall ist offensichtlich. Es ist ein geklautes Gerät gewesen. Das war's. Ich bin traurig. So. Bis bald.